Camposanto präsentiert. In Zusammenarbeit mit Panic Inc. Boulder, Colorado, 1975. Du siehst Julia. Sie ist ungefähr in deinem Alter, Ende 20. Sie unterhält sich mit gut gekleideten Professoren und Studenten von der University of Colorado Boulder. Du, Henry, bist mit deinen Kumpels einen Trinken. Du gehst zu ihr. Du bist betrunken. Also, was ist dein Hauptfach? Du siehst gut aus. Du siehst gut aus, antwortet sie unbeeindruckt. Du siehst nicht gut aus. Du hast jetzt schon einen Kater. Was? Entgegnest du ihr verwirrt. Du könntest bestimmt einen Cheeseburger vertragen, sagt sie. Sie winkt einen Kellner heran. Eine Woche später seid ihr zusammen. Und damit sage ich mal herzlich willkommen zu Let's Play Firewatch, einem wunderschönen, tollen Spiel, von dem ich noch nicht allzu viel kenne und das ich gerne mit euch zusammen Let's Playen möchte. Auch nochmal Hallo hier in die Webcam, die darf natürlich auch nicht fehlen bei diesem Projekt. Was es dann mit Firewatch so an sich hat, werde ich euch dann erklären. Wir werden erstmal als Henry langsam Richtung unserem neuen Job als Feuerwächter gehen und haben quasi unseren ersten Tag vor uns. Dazu auch gleich mehr. Wir können jetzt, was wir hier schon mindestens mal sehen, Objekte mit der linken Maustaste nehmen und schnappen uns einfach mal den Rucksack. Henry ist quasi, wie schon gesagt, auf dem Weg, ein Feuerwächter zu werden. Für dieses Let's Play werden wir uns auch, würde ich mal sagen, ausführlich Zeit lassen natürlich, weil es gibt hier doch schon ein paar tolle Sachen zu entdecken. Und auch hier steckt eigentlich so, wie ich bisher noch weiß, also ich habe es noch nie ganz durchgespielt, aber schon mal ein ganzes Stück weit und dachte mir, ich habe irgendwie übelst Bock, dieses Spiel mal zu Let's Playen. Wir werden das auf jeden Fall dann gemeinsam tun. Falls ihr Firewatch noch nicht kennen solltet, ist es dann eher, naja, ruhigeres Spiel kann man schon sagen. Es wird doch schon ziemlich storylastig, es wird sehr emotional werden. Es ist einfach rundum ein sehr schönes, gelungenes Spiel. Ihr habt eben gesehen, die Entscheidung, die ich getroffen habe. Da werden wir gleich noch ein paar mehr davon treffen. Aber erstmal packen wir mal den Rucksack auf die Ladefläche. Denn diese Entscheidungen haben vielleicht einen kleinen Teil Einfluss auf das zukünftige Spiel beziehungsweise auf die Geschichte unseres Protagonisten Henry. Ihr seid schon gut ein Jahr zusammen. Sie macht dich wahnsinnig. Es ist toll. Ihr zieht zusammen in eine Wohnung nahe der Universität mit Blick auf die Berge. Ihr trinkt Bier auf der Dachterrasse. Eigentlich trinkt ihr überall Bier. Das Leben ist schön. Julia möchte einen Hund. Da gibt es einen verwahrlosten kleinen Beagle. Julia verliebt sich sofort in ihn. Sie möchte ihn mit in den Unterricht nehmen. Es gibt auch einen bedrohlich wirkenden, aber sanftmütig blickenden Schäferhund. Wenn Julia diesen Hund ausführen würde, könnte ihr nichts zustoßen. Er ist ein imposantes Tier. Hier haben wir die Möglichkeit, ihr entscheidet euch für den Beagle. Sie tauft ihn Bucket. Oder ihr nehmt den Schäferhund und nennt ihn Mayhem. Natürlich ist schon klar, worauf das Ganze hinausläuft. Wir haben entweder den kleinen, verwahrlosten, aber süßen Beagle, in den sich unsere Traumfrau natürlich verliebt hat. Und wer könnte da schon Nein sagen, wenn sie sich schon so extrem auf den Hund freut oder sich schon so in ihn verknallt hat, dann kann man eigentlich gar nicht anders als diese
linke Auswahl zu nehmen. Allerdings gibt es natürlich auch noch den Schäferhund, der sie im Notfall beschützen würde. Und wer weiß, ob das nicht irgendwas in der Zukunft verhindern kann, was vielleicht mit dem Beagle passieren würde, da dieser eventuell zu schwach ist, um sein Frauchen zu beschützen. Dennoch geht es für mich hier eher um eine Herzensentscheidung. Wir nehmen auf jeden Fall den Beagle. Bucket ist ein guter Hund. Nach einer Woche denkt er gar nicht mehr über den anderen nach. Julia liebt ihn. Und du auch. 1979. Ihr unterhaltet euch auf der Dachterrasse. Es ist Sommer. Es ist 21:30 abends und die Betonwüste unter euch glüht immer noch. Was hältst du von Kindern? Fragt sie. Kinder? Die sind nicht sehr schlau oder zu irgendwas nütze. Ich meine, ob wir welche haben wollen. Ein paar kleine Dummköpfe. Das wäre schön oder eines Tages, wozu die Eile? Natürlich wäre es schön, sag ich mal. Dann sollten wir vielleicht heiraten. Ja, das fände ich gut, antwortest du. Unsere Kinder werden schon verkorkst genug sein. Es kann nicht schaden, wenn ihre Eltern wenigstens verheiratet sind. Du findest, sie hat vollkommen recht. Und da wären wir auch schon am Waldesrand angekommen. Ein Firewatch, also Feuerwächter in dem Sinne, würde hier bedeuten, wir sehen hier zum Beispiel hier die Regionskarte, den kompletten Überblick vom Two Forks. Ich glaube, das heißt quasi, soll das ganze Gebiet oder der Wald Two Forks sein. Und ehrlich gesagt, finden wir denn hier raus, wo wir anfangen oder wo wir uns gerade befinden? Ich weiß es nicht, aber eins kann ich euch schon mal sagen. Der Weg zu unserem Turm ist ein sehr weiter Weg. Denn wir haben die Aufgabe, als Feuerwächter eben dafür zu sorgen, dass im Wald Ordnung herrscht und eben kein Feuer ausbricht. Das sind vielleicht schlimme Folgen übrig hätte. Das seht ihr schon mal hier, das Warnschild, kein Feuerwerk, ja, aus gutem Grund. Ja, nicht vergessen, sich hier einzuchecken, weil ihr seht, das Waldgebiet ist riesig. Wenn du da ohne Anmeldung reingehst und da findet dich oder dich verirrst, da findet dich keiner oder vermisst dich vielleicht auch keiner oder kommt auf den Gedanken, dich irgendwo in diesem Waldgebiet zu suchen, kann auch sehr gefährlich sein. You are in their country. Learn to live with bears. Ja, Bären treiben sich hier auch rum, also ein bisschen Erfahrung mit Bären ist wohl auch Voraussetzung. Warning, Thoroughfare Trail is not recommended for inexperienced hikers. Alles sehr schön. Und ja, wir müssen erstmal zu unserem Turm gelangen, da haben wir einen weiten Marsch vor uns, denn ab hier geht es nur noch zu Fuß weiter. Aber wir schauen uns dennoch mal hier ordentlich um. Tja, und hier haben wir zum Beispiel unsere Mütze. Gut, die könnten wir jetzt zum Beispiel da fallen lassen. Wir können sie uns sogar ganz genau anschauen hier. Ne, vorne mit dem, mit dem Cowboy-Reiterprofil. Und wir können sie aber auch aufsetzen. Das machen wir natürlich. Weil ein cooler Ranger braucht immer eine Mütze. Und was mich auch sehr an dem Spiel fasziniert, ist einfach die tolle... Ja, es ist schon fast ein Kunstwerk, kann man sagen. Es ist keine realistische Grafik, es ist eher, möchte ich sagen, etwas comiclastig, aber... Ja, es bringt doch alles schön rüber, die Musik untermalt es noch perfekt. Und hier sieht man, die Feuergefahr scheint heute auch noch sehr hoch zu sein. Na gut, können wir uns vielleicht auf einiges gefasst machen. Dennoch ist die Frage, warum macht Henry diesen Job? Denn es ist ein sehr einsamer Job, möchte ich mal sagen. Man sitzt auf seinem Wächterturm und passt eigentlich nur auf. Und wenn nichts passiert, dann hat man einfach nichts zu tun. 1980, es ist Donnerstagabend und Julia hätte schon seit 4 Stunden zu Hause sein sollen. Sie ruft nicht an. Du machst dir Sorgen und wirst immer wütender. Sie kommt nach Hause, als du schon im Bett liegst. Sie ist nicht wirklich betrunken, hatte aber offenbar einen schönen Abend. Ihr streitet euch, als sie ins Bett kommt. Du wirst sauer oder du ignorierst sie. Naja, das ist jetzt keine allzu schöne Auswahl, will ich mal meinen. Aber ich bin definitiv für du wirst sauer, weil besser, man spricht die Dinge an, ja, wenn es auch vielleicht mal im Ton etwas schärfer wird, anstatt sie einfach nur zu ignorieren, das ist
Es bringt gar nichts weiter. Im Endeffekt, wenigstens in irgendeiner Art und Weise redet man wenigstens miteinander. Ich glaube, das ist wirklich doch die sinnvollere der beiden Varianten. Du bezeichnest sie als rücksichtsloses Arschloch. Leck mich doch, brüllt sie. Stell dich nicht so an. Du bezeichnest sie als egoistisch. Sie weiß, dass du es ernst meinst und es verletzt ihre Gefühle. Na gut, war wohl doch nicht so ganz die richtige Wahl. 1981. Julia zeichnet immer noch gerne. Sie zeichnet die Pflanzen, die sie erforscht. Sie zeichnet alle Orte, die ihr besucht. Sie zeichnet dich. Du spannst deine Muskeln wie He-Man an. Oder du tänzelst herum wie ein Victoria's Secrets Model. Wir nehmen definitiv die männliche Variante. Du siehst toll aus. Dankeschön. Ja, der Weg ist auch ein bisschen holprig bis dorthin. Und wie ihr seht, geht schon so langsam die Sonne unter. Also, ja, unser Henry ist jetzt schon ein Weilchen unterwegs. Und so schön es hier auch ist, Feuerwachturm Two Forks, noch 13 Kilometer. Uiuiui, er hat immer noch einen weiten Weg vor sich. 13 Kilometer. Ist einfach. Ich finde es einfach wunderschön, wie das hier alles gestaltet ist. Guckt mal, da oben fliegen die Vögel. Der schöne, wundervolle rote Mond. Die Sonne, Entschuldigung. Aber die wundervolle Sonne, ja, der Blutmond. Und einfach. Das ist zwar das Gefühl von völliger Isolation. Und mit Leertaste können wir über Hindernisse springen. Aber dennoch, guckt euch das an. Dennoch ist es wunderschön. 1982. An Sommerabenden geht ihr gerne mit Bucket spazieren. In der Stadt ist ein Festival. Es zieht Besucher von überall her an. Einer von ihnen versucht euch mit einem Messer auszurauben. Er trifft Bucket. Er tritt Bucket. Verdammt, der Hund, schrie Julia. Sie ist aufgeregt, in Stresssituationen stottert sie schnell. Du stellst dich dem Angreifer entgegen. Du jagst ihn davon. Oder du polierst ihm die Fresse. Ich weiß, dass die linke Variante definitiv hier die vernünftigere sein wird, auf jeden Fall, aber was würdet ihr tun? Na, ganz ehrlich, ich meine, er tritt deinen armen, wehrlosen Hund. Ja, deine Frau ist schon völlig in Panik, du bist total gestresst, du willst einfach nur aufgebraust. Würden wir nicht alle versuchen wollen, ihm die Fresse zu polieren? Versuchen wir mal, möglichst ehrlich zu sein. Er verpasst dir eine Schnittwunde am Arm, aber du prügelst ihn krankenhausreif. Du fühlst dich nicht sonderlich stark. Du heulst Rotz und Wasser, bis die Polizei aufkreuzt. Julia schlägt vor, ab jetzt einen anderen Weg zu nehmen. Du stimmst ihr zu. Hier möchtest du auch nicht mehr spazieren gehen. Von da an spaziert ihr am Fluss entlang. 1984. Eure Arbeit kommt der Nachwuchsplanung in die Quere. Julia wird ein Job in Yale angeboten. Yale liegt im 3000 Kilometer entfernten Connecticut. Sie wäre dort stellvertretende Fachbereichsleiterin. Sie möchte umziehen. Du aber auf keinen Fall. Du überredest sie, das Angebot abzulehnen, und du bist einverstanden, wenn sie pendelt. Sie möchte es auf jeden Fall. Sie will unbedingt den Job haben. Es gibt keine Option, dass wir klein beigeben und quasi mit ihr ziehen. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir die rechte Option, weil es ist auf jeden Fall, glaube ich, falsch, es ihr auszuschlagen. Sie will es unbedingt. Ich meine, sie würde immerhin eine gute Karriere machen. Nehmen wir mal die rechte Option. Ich weiß aber nicht, ob wir wirklich gut damit fahren. Du fragst sie, ob sie pendeln würde. Du möchtest nicht nach Connecticut ziehen. Sie sagt, es würde anstrengend werden, aber sie würde es tun, wenn du nicht umziehen möchtest. Du sagst ihr, sie solle in diese Gelegenheit solle sie sich nicht entgehen lassen, wenn es das ist, was sie möchte. Sie nimmt den Job an und fliegt dreimal im Semester zurück nach Boulder. 1985. Julia wird nach einem Vorfall in Yale beurlaubt.
Sie ist ausgerastet, weil ein Kollege sich Bücher von ihr geliehen hatte, die sie für ihre Forschungen benötigte. Sie konnte sich nicht mehr daran erinnern, dass sie ihm die Bücher 2 Tage zuvor mit Freude geliehen hatte. Man fand sie weinend im Treppenhaus. Du findest, ihr solltet vielleicht mit jemandem darüber reden. Ihr macht Macaroni und versucht es bei einer Flasche Wein zu verdrängen. Ich würde sagen, in dem Fall einfach alles zu verdrängen ist falsch. Wir versuchen mal, vielleicht professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Sollte vielleicht doch die sinnvollere Lösung sein. Nach unzähligen Arztbesuchen und Tests stellt sich heraus, dass Julia unter Demenz im Frühstadium leidet. Sie ist 41. Ihr beschließt vorerst, niemandem davon zu erzählen. Oh Mann. Und das ganze Geschehen ist, und vor allen Dingen, dass wir uns hier im Wald aufhalten, mittlerweile übernachten, wir setzen sogar einen Zwischenstopp, haben unseren Turm noch nicht ganz erreicht. Es ist wirklich mittlerweile so langsam klar, dass die Geschichte wohl nicht sonderlich gut weiterläuft. Dass Henry wahrscheinlich einen Grund sucht für die Isolation. Wir schauen uns einfach mal das Tagebuch an. Vielleicht wird uns da mehr klar. Da war unser He-Man-Bild. Bucket wird langsam alt. Julia findet es gut, dass er ruhiger wird, da er nun im Haus weniger anstellt. Eine Woche später kehrt sie zur Universität zurück. 1987. Julias Zustand verschlimmert sich. Sie kann sich im Unterricht an nichts mehr erinnern. Ihre Forschung liegt in Scherben. Sie fährt ohne Grund mit dem Auto in die nächste Stadt und muss von der Polizei nach Hause gebracht werden. Sie ist am Boden zerstört. Sie wird dauerhaft krankgeschrieben. An manchen Tagen ist sie die Julia, die dich als Trottel bezeichnet und eure ungeborenen Kinder als kleine Dummköpfe. An anderen Tagen hast du es mit einer Fremden zu tun. Sie zieht dich ins Bett, um Liebe zu machen. Nach 5 Minuten gerät sie in Panik, weil sie glaubt, ihr Vater steht an der Tür. Du erzählst ihren Eltern von ihrer Krankheit. Ihre Eltern sind niedergeschmettert und fliegen schon bald regelmäßig aus Australien zu ihr. Eine Weile lang besuchen eure Freunde euch und bringen kleine Geschenke zur Aufheiterung mit. Ihr Zustand verschlimmert sich jedoch weiter. 1988. Du verbringst deine Tage damit, dich zu Hause um Julia zu kümmern. Du zählst die Sekunden zwischen den 2 wöchentlichen Besuchen von Julias Pfleger Daniel. Er meint, Julia sollte woanders wohnen, damit sie rund um die Uhr betreut werden kann, in einem Heim. Der Gedanke beschäftigt dich über die nächsten paar Monate. Du beschließt, dass sie in einer Betreuungseinrichtung besser aufgehoben ist, oder du bist fest entschlossen, dich selbst um sie zu kümmern. Tja, gute Frage. Wenn wir mal ehrlich sind, wäre wahrscheinlich die 2. Option für jeden die logischste. Man kann sie doch nicht einfach in eine Betreuung stecken, oder? Ist einfach so, für mich klingt das falsch, wenn das meine Frau wäre, ich weiß nicht. Andererseits ist die erste Möglichkeit wahrscheinlich die vernünftigere und ich habe ehrlich gesagt gerade gar keinen Plan, was ich nehmen soll. Ja, wenn schon so losgeht, Leute, ne? Kein Witz. Es kann was werden. Wir sind fest entschlossen, uns selbst um sie zu kümmern. Wir sind ihr Mann. Okay, der nächste Tag. Wir gehen weiter. Zu unserem Wachposten. Ein Hirsch. Es ist unglaublich schwierig. Am schlimmsten ist es, wenn du sauer auf sie wirst, weil sie mal wieder versucht hat, selbst zu kochen. Du kannst nichts ohne sie tun. Und sie kann nichts ohne dich tun. Wenn sie sich schlafen legt, bleibst du noch ein paar Stunden wach. Du trinkst auf der Dachterrasse. Im Sommer schaust du Baseball, im Winter Basketball. Auch dabei trinkst du.
Du verlässt nun öfter das Haus, nachdem du sie ins Bett gebracht hast. Beim ersten Mal machst du dir Sorgen, sie könnte aufstehen und herumlaufen, während du weg bist. Du stellst einen Stuhl vor die Schlafzimmertür und du vertraust daraus, dass sie tief und fest schläft. Boah, ist das assi. Ich weiß gar nicht, ob wirklich die erste Option eine gute ist, weil vielleicht muss sie wirklich mal aus dem Zimmer raus, ja, auf die Toilette oder sonst etwas und dann ist einfach mal die Tür zugesperrt. Das kann man auch nicht machen. Ja, das wäre zu verantwortungslos, glaube ich. Wir werden auf jeden Fall mal darauf vertrauen, dass sie tief und fest schläft und nichts anstellt. Du gehst immer wieder in dieselbe Bar am langweiligen Ende der Pearl Street. Es ist nett dort. Nach und nach vertraust du dich der Barkeeperin Scheile an. Es hilft dir, alles zu verarbeiten. Du kommst mehrmals pro Woche erst um 1 Uhr nach Hause. Und du freust dich auf diese Abende. 1989. Eines Abends gerätst du in eine Alkoholkontrolle. Du hast über 1 Promille und verbringst die Nacht auf der Polizeistation. Du überlegst es zu verheimlichen, erzählst es dann aber deiner Schwägerin Suzanne. Julias Eltern nehmen den nächsten Flug von Australien. Der Zustand eures Hauses macht sie fassungslos. Sie teilen dir mit, dass Julia ab sofort bei ihnen wohnen wird. Du widersprichst nicht. Du willst sie bald besuchen. Ein paar Wochen vergehen. Der Sommer steht bevor. Und du siehst eine Stellenanzeige in der Zeitung. Du nimmst den Job an. Und so kam Henry zu diesem Job. Betritt den Feuerwachturm. Und da sind wir endlich angekommen. Es ist schon wieder der nächste Tag, schon wieder am Abend. Und Henry hat endlich den Feuerturm erreicht. Ja, krass. Es hat alles seinen Grund, warum Henry hier ist. Und warum es so kam, wie es kam. Warum er diesen Job wirklich fernab jeglicher Zivilisation genommen hat. In fast völliger Isolation. Und schaut euch mal die Aussicht an. Also es ist wirklich wunderschön gemacht, definitiv. Okay, hier kommen wir rein. Da hinten ist der Feuerwachturm Torofer. Und das meine ich mit, wir sind nicht vollständig in Isolation. Denn da drüben befindet sich natürlich ein weiterer Feuerwächter. Aber hier haben wir erstmal nichts, was wir großartig noch machen können. Da unten ist scheinbar unser Toilettchen, der Locus. Dann gehen wir einfach mal rein und schalten erstmal den Strom an. Na, das war ja einfach. Hello, Two Forks Tower. Oh, wir werden schon angefunkt. Aber ich will mich erstmal umgucken, was wir noch so machen können. Ganz ruhig, wir wollen uns erstmal umschauen. Kiefernzapfen haben wir hier, den können wir uns auch angucken. Aber ihr wisst ja alle wohl, wie ein Kieferzapfen aussieht. Fällt sie drauf rein? Alten Holzofen haben wir hier sogar, auch ganz nice. Einen normalen Ofen haben wir hier. Dann hier die Küche, die Arbeitsplatte, Staatsforstführer, Wasserbehälter. Nicht alles, was man so braucht. Ein außergewöhnlicher Geist. Okay, von Dr. Jonas Allard. Mhm. Don't mind your mind alone. Ist ja alles sehr interessant. Also, ja, lesen können wir auch, wenn es langweilig wird. Das Buch Ruhm haben wir hier auch. Von Michelle McManus. Over 6 million Michelle McManus Book in Print. Würde ich das auch gern alles vorlesen, aber irgendwie. Naja, die Buchstaben sind so klein, hätte ich gesagt. Ja, aber es ist cool gemacht, dass man die sich so
ja immerhin so zumindest auch die Rückseite angucken kann und mal lesen kann, worum geht es hier überhaupt. Einen Kartentisch haben wir hier. Das ist wahrscheinlich die Karte vom. Ist auch noch so eine runde Karte, da kannst du wahrscheinlich. Ja, guck mal, hier ist ein Lineal. Da kannst du mit, keine Ahnung, Linealen und so weiter alles arbeiten. Ich würde sagen, na, genug verarscht, wir gehen erstmal ins Funkgerät. Waschbär. Den Umschalttaste halten, das Funkgerät aktivieren. Hallo? Hello, whoever this is. It's Henry, right? Yeah. I'm Delilah. Yeah, that's what the guy said on the phone. So, what's wrong with you? Excuse me? People take this job to get away from something. So, what's wrong? What's wrong with you? That's a great idea. Go ahead. Look, I just hiked for 2 days, so I don't really follow whatever it is you're doing right now. You take a stab at what's wrong with me. Fine, then can I sleep forever? Sure, buddy. Okay, now go ahead. Okay, du hast 3 Ehemänner umgebracht, du rebellierst gegen deine Mutter, zu Hause kann dich niemand leiden. Das sind alles sehr schöne Antworten. Ich nehme mal die Ehemänner. Killed 3 husbands. You're a black widow and you're just out here until the heat dies down and then you'll kill again. Ooh, very good. Bravo, Henry. Okay, I sleep now. So logisch. Not quite. Now you. Okay, good night. Bye. Let's see. Abfuhr. I don't know anything about you. I say you got fired from your job and have finally decided to write your novel. That's the sort of bullshit reason you'll find a man out in the woods. Good night. Welcome to the job. Ja, da haben wir mal unsere neue Kollegin Delilah kennengelernt. Und los geht's mit dem ersten Tag als Feuerwächter. Und er schreibt an einem Good morning, Roman. Henry. Well, I guess good afternoon. You probably slept like a rock. Anyway, there's still a few hours of daylight to get some work in. I can see you at your desk, so call me when you're ready. Antwort auf den Funkruf. Was hast du denn da geschrieben? Nee, kann man leider kaum lesen. Schreibst du jetzt echt deinen Roman, Mann? Naja, warum nicht? Oh, hier haben wir auch ein Foto mit unserer Frau. Natürlich kann man ihr Gesicht kaum erkennen, aber man kann uns erkennen. Na, seht ihr, das ist Henry. Cool. Ein Protagonist, dessen Gesicht man mal so einfach sieht. Ich hab wohl verschlafen. Oh, wie viel Uhr haben wir? 16:30. Ja, okay, er hat ein bisschen verschlafen. Hey, sorry, guess I slept in. You got a relaxing, what, 14 hours of sleep? Lol. Yeah, Jesus, I guess it's what, 6? 6:45. Whoops. Was? Don't worry about it. That hike puts everyone out of commission for a day or two. But now that you're up, let me quickly get you acquainted with the job. There's a thing in the middle of your room with a round map on it. Do you see it? Ja, das kennen wir schon. Okay, yeah, I see it. This is the Osborne Firefinder, invented in 1914 by W.B. Osborne? You use this to spot, you guessed it, fi. What the fuck? What is it? Nothing. You use this to. Oh, fuck me! Good God, language, lady. Out your west-facing window. Are you seeing what I'm seeing? Okay, Westen. Fucking fireworks? Oh ja, da ist ein Feuerwerk. I need you to confirm. Do you see them? Meine, es sieht ja schön aus, aber wir erinnern uns an das Schild am Anfang. Whoa, that's not legal, Das right? Feuerwerk ist sehr gefährlich No. im You need to Wald. get down there right now and stop them. Fire danger is through the fucking roof. Is that really my job? Your job is whatever I say it is. Look, the closest ranger is like 2 days away. Go down there and set him straight. Soll ich meine Fäuste einsetzen? Kann ich einen Strafzettel ausstellen? Ich kann Leute nicht Do you gut think you can handle maßregeln. that? I'm not really a disciplinarian type of guy. Well, make him knock it off without smoking a joint with him, okay? Sure, all right. Good. Get going. You'll probably need a rope to get down the shale between you and the lake, if I remember right. There should be one in the supply box on the way. The code is 1234. It's actually that for all of them.
secure. Shut up. Okay, Passwort 1234 gilt für alles. Alles klar. Dass man nicht easy ist. Hey, I can see your tower. Yep, that's me. Bye. So, da drüben ist der Leila. Alles klar. So, Kaffeekanne. Nö, die können wir auch untersuchen, aber ich glaube, das bringt uns nicht allzu viel. Schmeißen wir einfach mal hin. Gusseisenpfanne, Kessel, Bleichmittel. Chlortox. Ne, können wir auch fallen lassen. Wollen wir auch nicht. Ein Feuerlöcher haben wir hier. Vorräte. Der Tannenzapfen, der liegt auch noch da. Haben wir hier. Old Scottish Ölseife. Ne, die brauchen wir auch nicht. Glasreiniger wahrscheinlich auch nicht, ne? Machen die immer noch ihr Feuerwerk? Ja, sind immer noch gut dabei. Es ist einfach auch dieses krass an dem Spiel. Guck mal, wie weit es ungefähr weg sein muss. Auch nicht allzu weit, ne? Aber es ist irgendwie, das ist aus der Ferne zu sehen. Sie denken, oh je, da gehe ich gleich hin und muss die ein bisschen maßregeln hier. Haben wir hier, die Bücher waren gestern noch nicht da. Der Tod kommt um 2. Von Richard Sturgeon. Experience Richard Sturgeon's explosive follow-up, One Chance to Die. 12 Bodies, 0 Leads, 1 Man for the Job. Alles klar. Die hat dann scheinbar Henry mitgenommen. Huh? Die Patrioten von Donald Anderson. Ja. Sehr gutes Buch, kann ich nur empfehlen. Was haben wir hier? Vögel Wyomings. Oh, mein Lieblingsbuch. Ja, das ist auch geil. Vor allem George Sinclair. Ja. Den kennt man sogar. Die kommen natürlich wieder alle schön ins Regal. Die Thermoskanne kommt gleich mit dazu. Lol, die kann man sogar da hochstellen. Wie geil ist das denn? Glasreiniger? Naja, okay. Werkzeugkasten. Ein Kalender haben wir auch. Sieht man da irgendwas, was wir haben, welches Jahr? Nö, sieht man nicht. Pflanzenwelt des Shoshone Forts. Forsts Poster. Die Mütze, die müssen wir mitnehmen. Wir müssen ein bisschen Autorität zeigen. Okay, Rucksack brauchen wir natürlich. Und auf ins Abenteuer. Die machen dann noch weiter fröhliche Feuerwerk, hey. Krass. Bei der höchsten Waldbrandgefahrenstufe, das kann ja nur schief gehen. Okay, Karte lesen. Okay, wir sind hier, der Two Forks Lookout, das ist mein Turm. Ja, wo müssen wir jetzt hin? War das jetzt Shaughnessy Lake, wo die da gerade Spaß haben? Ne? Auf jeden Fall in die Richtung hier. Ja, die gehen da einfach mal lang. Genau, Shaughnessy Lake, 1,1 Kilometer nach Westen. Oh, da haben wir aber einen Weg vor uns. Das heißt, wir gehen dann so zum Shaughnessy Lake. Gucken wir mal. Jetzt geht es hier schön in den Wald rein. Also es ist ja wirklich schon wundervoll gestaltetes Spiel. Da kann man echt nichts sagen. Fühlt man sich, wie wenn man selbst in den Wald geht. Einfach nur, ja, irgendwie beruhigend. Aber was unberuhigend ist, ist, dass wir da immer mehr auf, ja, auf dieses Feuerwerk da hinzugehen und du weißt nie, na, wer ist denn das, wer das Feuerwerk da macht? Sind das vielleicht so ein paar Assis, die mich gleich zusammenschlagen oder mich sogar umbringen? Keine Ahnung. Das auf jeden Fall mal, möchte ich meinen, ein spannender erster Tag. I've got an overgrown trail here. Yeah, that'll happen. So I'm screwed when it comes to getting past it? Screwed until you clear yourself, yeah. Great. Well, if I come across some tools, I'll add groundskeeping to my ever-increasing list of responsibilities. There's really no way past some of this underbrush that's grown over the trail. See, the
thornier a trail is, the less inclined a ranger is to want to deal with it. They'll just hike or take their horse a different way. Okay. Hier geht's nicht lang. Hier haben wir noch ein paar Schilder. Genesee Lake, ja okay. Und hier zu unserem Wachturm. Gut, Genesee Lake, dann müssen wir da lang. The supply box. Great. So are there a lot of these out in the woods? Yeah, we got them all over the Shoshone. They saved us a lot of back and forth from the trailhead. Don't take all the good stuff. Yeah, all right. Wie war nochmal der Code? Der war so kompliziert. Hey, what's the code again? 1234. A whole lot of them. Hey, what's the code again? 1234. A whole lot of them. Okay, das können wir wieder fragen, wahrscheinlich, falls man es wirklich vergessen sollte. Ja gut. 1, 2, 3, 4. Das Geile ist halt einfach wirklich, jede Kiste, die wir unterwegs finden, hat dieses scheiß Passwort, ne? Okay, was haben wir uns da jetzt aufgeschrieben? Also ich sehe da nix. Wir haben uns jetzt vielleicht die Versorgungskiste notiert, dass die hier ist. Hi Ron. Der Typ ist nicht klargekommen, also habe ich seinen Turm abgeriegelt und ein paar Sachen in die Kiste getan. Ich habe auch einen dieser Riegel gefunden, die du magst. Ich wandere jetzt zum Park, aber wir sollten uns volllaufen lassen, wenn ich wieder da bin. Dave. Okay. Ich habe ein Schreiben zwischen zwei Typen gefunden. Hey, I found a note to a guy named Ron from some guy Dave. That's probably Dave Gaskell. He's completely nuts. Is that right? Armless, but... yeah, one of those, you know, fall off the grid and eat ants for a week type? Totally fucking cuckoo. Which is kind of what the job attracts. Na danke. Werden die Leute hier draußen verrückt? People lose their shit doing this job? There's a note that says a guy just left his post. It happens, yeah. You're not gonna pop your top, are you, Henry? I wasn't planning on it. Können sie auf jeden Fall aufbewahren. Okay. Das macht dann aber schon ein bisschen, ne, Gedanken, will ich mal meinen. Wenn hier irgendeiner den Shop nicht ausgehalten hat. Scheint doch nicht so gemütlich zu sein. That's how you get bears. Those boxes are bear-proof. I wouldn't worry about it. Na, den nehmen wir auch mal mit. Wollen wir den essen? Ja, was soll's. Bevor er noch schlecht wird. I tracked down that rope. It was right where you said. Great. So you should be set to get down to the lake. Okay, kümmere dich um das Feuerwerk. Dann gehen wir mal dahin. Jetzt haben wir unser Seil. Laufen wir einfach mal weiter. Hier strahlt die Sonne so schön rein. Was? Mit R? Okay, wir sprinten mit R. Das ist auch sehr ungewohnt, aber mit der Umschalttaste haben wir ja unser... aktivieren wir unser Funkgerät hier. Hier haben wir jetzt eine größere Fläche. Aber auch hier sieht es so schön aus irgendwie. Nee, wir können da außen rumlaufen. Da springen wir mal nicht drüber, über den Holzstamm hier. Und hier ist schon ein Seilhaken. Wahrscheinlich müssen wir dann hier rüber.
Okay, Abhang sehr steil. Mal, ob das gut geht. Aua. Oh. Hey. Bisschen auf dem Hintern gelandet, hä? Kletterunfall melden. Aua. Hey. What the hell's wrong with you? My rope snapped coming down the shale slide. You didn't break anything, did you? No. I think I'll make it. Well, be careful for Christ's sake. Ja, beruhig dich. Ist ja jetzt nichts passiert. Es wird schon langsam wieder dunkel, kann das sein? Oh Mann, müssen wir uns wohl ein bisschen sputen. Hey, there's a tie-off point off here, just a little away from the shale slide. Oh, you ready to get back on that horse, huh? Well, I can't go any further, is what I'm saying. That heads south down to the creek, but you should be able to get to the lake just by continuing west. Without any, you know, mountaineering. It's a long summer. You can explore later. Dann gehen wir mal hier weiter nach Westen, hat sie gesagt, ne? Ja, das passt. Perfekter Ort zum Campen. Die Felsen hier unten sind beeindruckend. Wo soll ich suchen? It is a hell of a nice camping spot down here by the lake. I haven't been down there in years, but yeah, Jonesy Lake area is perfect. I'm staring at the big outcropping down here, but I'm not quite sure where to look for our pyrotechnicians. Maybe keep heading west toward the lake. Okay, das war alles, was wir mit ihr besprechen können. Na, es sieht einfach wunderschön hier aus, diese Wiese. Es wäre echt so ein geiler Campingort. Hier hast du wirklich deine Ruhe. Oben fliegen wieder die Vögel. Oh, Bierdosen. Planning a bunch of empty beer cans. They threw them all over hell. Are you fucking serious? Yeah, sure am. People are just the worst, aren't they? Great, no. Leute mit lausigen Manieren trinken lausiges Bier. People with shitty manners drink shitty beer. What? You don't like a cold Moskva light on a hot day? No, no, I do. But then again, I didn't say my manners were any good. Better than these fucking litter bugs, though. That's for sure. Es ist Red Eagle, brewed in Wyoming. Ja. Wir können es auf jeden Fall aufräumen. Ja, das machen wir mal. Wir sind hier ordentlich. Räumen auf. Und da ist es kein Wunder, wenn die sich hier so zusaufen, dass die dann so krass sind, so krank drauf sind. Warum sie hier einfach so, ja, schon wirklich verantwortungslos mit dem Feuerwerk hier rumschießen. Bei der höchsten Gefahrenstufe mitten im Wald. Hm. Rucksäcke. Das heißt, die Rucksäcke lassen wir wohl besser in Ruhe. Bevor es noch Ärger gibt. Ein Lagerfeuer haben sie auch gemacht. Na super. You know, they color-coded the fire danger signs in case people were illiterate. But I guess that doesn't take into account just plain stupid, does it? Ja, Menschen sind was. Oh, Whisky, es wird immer besser. Half a bottle of whiskey, decent stuff. Drunk pyromaniacs. Fucking great. Ja, das ist wirklich super. Ferreter Irish. Ferreter Irish. Single malt whiskey. Destillated, matured and bottled in Ireland. Naja. Heben wir uns mal für später auf. Warum nicht? Das ist Feuerwerk. Found the fireworks. They didn't even try to hide them. Well, confiscate them. Mit Vergnügen. Ja, die Bierdosen, die machen wir auch weg. Der Wald soll sauber bleiben. Hat er nicht verdient, so verschmutzt zu werden. Ah, das können wir austreten. Well, I put out their fire. Man, I would have named
that forest fire something good, too. Hey, I can always restart it. I think your first instinct was the right one. Kann ich nochmal austreten? Bringt das überhaupt noch was? Ich glaube nicht. Nee, auf jeden Fall, bevor da noch irgendwas Feuer fängt hier, hole ich mal die Gefahr eliminiert. Kleidung. Okay, ich höre Musik. Okay. Ich glaube, es ist sie, ja, wie wir jetzt wissen, sind nackt. Wir können ihn untersuchen. Ich wollte gerade sagen, hast du den gerade eingesteckt? Nee. Oh, ein Schlüpper. Say that word again. Why? Because you're 12? Den untersuchen wir auch mal. I, nass. So, Ladies, ich bin unterwegs. Noch ein Höschen. Yay! Und den BH. Yes? Da sind zwei nackte Frauen. Heute ist ein Glückstag. Naja. Er mag nicht. Oh je, das kann ja heikel werden. Sehr verantwortungsbewusst, wir spielen mit Feuer. Ja, super. Ja. Ein bisschen, ne? Or rules out here? No, but that music I hear makes a good case for them. Yeah, no kidding. Ich habe es bei meinem ersten Spiel Durchlauf getan. Ich werde es wieder tun. Tschüss! So, jetzt ist wenigstens die Musik weg. Ja, meine lieben Freunde, hier haben wir den Wegweiser zu unserem Turm. A trail to Two Forks Tower down here near the lake? Yeah, that's your tower. So I should go this way. Well, you're not climbing back up that slide. Ja, dann gehen wir da wieder nach Hause in die Richtung. Ich würde aber sagen, das war's mit der ersten Folge von Firewatch.
glaube, die Folge ging jetzt ein bisschen länger, habe gar nicht so drauf geachtet, aber irgendwie macht es mir ultra Fun. Ich freue mich schon auf die nächsten Folgen, die zu produzieren. Und bedanke mich bei euch wie immer fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Firewatch. Euer Dasi. Ciao.